Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, also ist mitten in der Nacht noch, aber ich sag schon mal guten Morgen oder guten Abend, wann auch immer ihr das sehen werdet. Ja, ich habe mich jetzt umentschieden, ich werde jetzt doch nicht Hörk holen. Ich werde einen Außenposten holen, ich will noch ein bisschen Ethanol farmen. Ja, wir werden erstmal den Judge wiederbeleben und zurückholen. Und ich werde mal die Rang 1 Waffe noch ein bisschen machen, weil wird da glaube ich noch ein bisschen warten, bis ich Rang 3 Waffen machen kann, weil die Gegner sind echt schwer da zwischenzeitlich. Deswegen machen wir jetzt erstmal noch mal Außenposten mit Rang 1 Waffen oder ein paar Außenposten. Okay, da ist der Alarm. Das heißt, jetzt Gas geben. Nicht so wie in Far Cry. Ja. In den Alarm gesehen. Mit dem Chat schon wieder los. Okay. Warte mal, ich habe ihn jetzt fertig. Den Bogen. Bam! Der Judge regelt. So. Ja, war schon mal, ging ja schnell, ne? Keine 2-3 Minuten. Bam, bam, bam. Fertig. Kein Alarm, alles fertig. So, wir werden, obwohl wir können eigentlich noch mal eine Expedition machen. Ethanol freigeschaltet. Eine weitere wichtige Ressource geht an die Gulden. Aber warum haben die mittlerweile keine Quests mehr für mich? Muss ich erst noch ein bisschen, muss ich ein bisschen Hauptstory machen oder was? Eben kurz in die Herausforderung gucken, weil oh. Ups, Entschuldigung. Okay, Scharfschützengewehr. Ja, da können wir ruhig den Sägeblattwerfer mitnehmen, weil dann dadurch kriegen wir nämlich Punkte und mit den Punkten können wir uns besser. Obwohl, der Bogen kann weg, den haben wir ja fertig. So, ich porte mich mal eben in die City. Die City, was heißt in die City? In die Base, in die Homebase, Freunde. In die Homebase. Dann machen wir mal eine Expedition. Gina Guerrera. Ah, ja. Obwohl, wir machen das, glaube ich, erstmal. Wenn wir die, weil, die können wir als Helferin haben und die geht mega geil ab. Die quatscht immer irgendeinen Blödsinn und spinnt manchmal von der KI her, aber die geht mega geil ab. Weil die hat den Vorteil, die rennt mit dem SMG rum die ganze Zeit. Und da können wir Ablenkung, für Ablenkung sorgen. Oder das? Ich weiß nur, wenn die Peggys die Highwaymen ablenken. Wir machen das. Wikipedia, beweg deinen Arsch hier rüber, ich brauch deine Hilfe! Geht klar, Sharky. Ich bin in so einer richtigen Gute-Nachricht-Schlechte-Nachricht-Situation. Die gute Nachricht? Ich habe Gina gefunden. Lays leibliche Mutter, Hearst große Liebe. Die schlechte Nachricht ist, die Highwaymen haben sie und sie soll beim Gefangenen-Derby mitfahren. Damit bestrafen sie alle, die der Gang gegenüber nicht loyal waren. Und der Gewinner kriegt seine Freiheit zurück. Das Problem dabei ist, dass das voll die Verarsche ist, bei der keiner gewinnt und alle grausam abgewitzelt werden. Tja, ich schätze, sie sind immer noch sauer, weil sie uns das Baby gegeben hat und nicht denen. Ja, sogar Penisköpfe mögen Babys. Ich meine, sind halt was Besonderes. Jedenfalls, du musst dafür sorgen, dass Gina gewinnt und lebend da rauskommt.
weil sie Blades leibliche Mutter ist und keiner unserer Familie abmetzeln darf, okay? Außerdem weiß ich nicht, ob du Herc schon mal traurig erlebt hast. Das ist echt kein Spaß, wie ein trostloses Häufchen Elend. Und ich habe mit dem anderen Baby schon genug zu tun. Also bitte rette Gina. Nimm das Scharfschützengewehr und baller alle weg, die ihr im Weg sind. Nee, das machen wir dann doch nicht. Das mache ich lieber mit besseren Waffen später. Das war ziemlich knapp, ne? Genau, die Mutter aller Probleme. Warte mal. Wir machen erstmal noch eine Expedition. Wir machen das doch nicht, weil das mache ich dann doch mit Rang 3 Waffen. Oder vielleicht sogar, wenn ich Elite-Waffen habe. Wenn ich schnell viel Ethanol farme, können wir ziemlich schnell die Waffenbase ausbauen auf Elite. Dann können wir uns Elite-Waffen zimmern. Ach, immer spontan umentscheiden. Eigentlich nicht so, aber naja, egal was hat. Der Flugzeugträger liegt direkt vor uns. Mach dich bereit, Tor. Sieht aus, als hätten die Highwaymen dieses Mal Verstärkung mitgebracht. Hab ich das nicht schon gemacht? Ist das jetzt etwa Stufe 2? Ja. Letzte Chance, deine Ausrüstung zu checken. Es ist Zeit für Ärschegetrete. Schnapp dir das Paket, dann hole ich dich ab. Wir sehen uns später. Vorsicht, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Die Highwaymen werden ihm überall hin folgen. Bonne Chance. Da ist ein Dings dazwischen. Egal. Okay, ja gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir das mit Rang 1 Waffen schaffen. Das muss machbar sein. Zur Not haben wir noch die Panpistole, obwohl die viel, nicht viel ausrichten kann. Okay, wir müssen da hoch irgendwie. Auf jeden Fall können wir hier Kills farmen. Problem ist nur das Nachladen der Waffen. Es wird nur von Stufe zu Stufe besser. Alter, gib mir deine Wumme. Ich geh erstmal hier rein. Alter, ich leg gleich sofort los, ey. Jesus, was ist los mit mir? Sorry, Judge. Oh. Aha. Lad doch mal schneller nach, Alter. Ich sag dir, wo du hin musst. Genau da unten. Im Nordosten ist ein Leuchtturm. Geh dort hin und ich sammle dich ein. Jetzt komm ich schon mit dem Hubschrauber. Komm schon, Alter, schneller! Jemand hat das Paket. Lass dir nicht entkommen! Wenn du das Paket hast, müssen wir schnell verschwinden. Wer schießt denn da auf mich? Alter, schieb ab mit deiner Scheiß-Bazooka. Du mich auch. Aua, komm, mach doch, renn doch einfach mal schneller. Was ist denn hier los schon wieder? Warum rennt der nicht? Oh Gott, ich muss noch über eine Minute hier abwarten.
Verpiss dich, du! Was ist denn mit dem Aiming heute los, Alter? Auf Apfelfilter! Hä? Wo? Ach, hier unten. Schieb ab! Oh, was ist das denn? Was ist denn heute mit meinem Aiming los? Hau doch ab! Kurva! Scheiß Heli, lande doch mal, Alter, ich bin hier, aber nicht ein Meter gelandet, ey, du bist lustig. Oh, verpiss dich. Das ist, glaube ich, zu krass. Mit Stufe 1 Waffen auf Stufe 2 ist zu krass. Oh. Das wird so nix, der Plan ist völlig in die Hose gegangen. Naja, passiert. Letzte Chance, deine Ausrüstung zu checken. Es ist Zeit für Erschegetrete. Schnapp dir... Warte, wir machen das jetzt anders. Wir machen das jetzt nochmal, aber diesmal... ja, warte... Ja, wir probieren es mal mit dem Bogen. Und wir nehmen noch das süße, schnuckelige Teil mit. Das Paket, dann hol ich dich ab. Wir sehen uns später. Vorsicht, an dem Paket ist ein Chip. Ja, ich weiß, was dran ist. Okay, Munition ist voll. Die AUMN werden ihm überall ihn folgen. Bonne Chance. Auf ein neues Freund. Nur blöd, dass die Waffe nicht so viel Schuss hat. Man kann hier auch krass, bevor man da reingeht, kann man hier auch krass die Gegend noch erkunden. Also bei einem Ding werde ich das definitiv tun. Um Jo Meister, sie alles klar. Einen gewissen Anzug zu holen. Oh, Judge, Alter! Geh mir aus dem Weg, ey, du Lappen. Alter, steht der da im Weg rum, ey? Ich glaub das ja wohl nicht. Jesus. Jemand will uns ausnehmen. Folgt dem Signal. Ja, du mich auch. Ja, du mich auch. Du schaffst ja noch nicht mal zu landen, wenn du sagst, ich bin hier. Aber hängst noch 3000 Meter in der Luft. So. Ja.
frag mich, wie das funktioniert, dass der... Genau da drüben. Holt das verdammte Paket. Jetzt! Dass der... durch die Luft fliegt, obwohl ich den noch nicht mal getroffen habe. Judge, was machst denn du da? Raus, du Lappen. Ja, ja. Du mit deinem Schild. Ich bin hier. Los, lande doch mal, Alter. Das geht mir so auf den Sack bei dir. Ich bin hier. Los, los, los. Was soll ich denn los da machen, wenn du zu blöd bist zu landen? Boah, flieg mal gerade. Ich glaube, wir sind in Sicherheit. Mann, ich war nicht sicher, ob La Grosse Patate es diesmal schafft. Gute Arbeit, Chéri. Ich werde dich schön waschen und polieren, wenn wir zu Hause sind. Ich dachte, die Herausforderung. Es gibt nämlich eine Herausforderung, wo man aus diesem Hubschrauber schießen muss, jemanden töten, aber der Typ, der fliegt einfach nicht gerade genug dafür. Ich weiß auch nicht warum. Naja, egal. Naja, passiert. Passiert. Lädt denn der so lange? Hallo, Xbox. Hast doch keine Updates. Willst du wirklich behaupten, dass dieser Müll, den sie spielen, besser als Donna Summer ist? Guck mir ins Gesicht und sag das nochmal. Nichts. So, wir haben... oh, wir können die Basis noch ein bisschen verbessern. Ja, was machen wir denn? Erst Kräutergarten... boah, das kostet alles so viel, ne? Boah, ich weiß gar nicht warum. Wie immer so viel kostet. Ich muss, glaube ich, ein paar Mal Level 2 Dings machen. Aber ich verstehe nicht, warum ich jetzt... warum der nicht weiter aus... muss ich den voll quatschen? Hey, da bist du ja. Du bist recht cool. Die Ficker haben wir erwischt. Wir? Ich, du Lappen. Du hast gar nichts gemacht. Über die Highwaymen wissen. Wenn sie verjagt wurden, kommen sie immer stärker wieder zurück. Ich hab's gesehen. Also, wenn du einen Ort nochmal ausrauben willst, können wir das machen. Aber sie werden alles tun, um es uns schwerer zu machen. Oder wir gehen zu einem neuen Ort. Check das. Die Highwaymen kontrollieren die einzige Brücke, die im Südwesten noch über die Canyons führt. Sie warten darauf, dass Leute die Brücke überqueren und dann BAM! Es gibt einen Hinterhalt und sie nehmen ihnen alles ab. In Quebec nennen wir das Verfuhre. Richtige Kotzbrocken-Scheiße. Also, willst du den Plan hören? Es gibt keinen verschissenen Plan, okay? Wir nehmen sie aus, wie sie andere ausnehmen und das war's. Merci, bonsoir, Osti. Okay. Also, sag an. Zurück zu dem Kriegsschiff? Oder sollen du, ich und La Grosse Patate zu Navajo Bridge? Raquel, tu veux. Alter, wieso wir? Immer ich, du setzt mich ab, ich gehe da rein, kassier Kugeln im Körper und du kommst irgendwann mit deinem dummen Hubschrauber an und sagst mir, ich bin da und brauchst noch 3 Stunden, bis du landest. Alter Falter, meine Fräse, das ist ein Typ.
Ach ja, komm, schaltet Karten zum Kauf frei. Schatzkarten, Orte mit Fotos und MP3-Player. Ja, das können wir. Hä? Was ist denn jetzt los? Ach so. Ach, da kommt jetzt extra eine Animation für? What the fuck? Jesus. Die Expedition zu Navarro Bridge ist jetzt verfügbar. So, aber nicht mehr heute, denn ich werde jetzt Feier machen. Also für diese Folge. Nicht für die nächste. Und dann werden wir sehen, wie das Ganze weitergeht. Bis dahin, Freunde, wünsche ich euch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend. Macht's gut, euer Muffi. Und tschüss.